Was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zurück hier zu einem weiteren wunderbaren Video auf diesem wunderschönen Kanal. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bin sehr, sehr gespannt. Wir hören so wie jede Woche in alle neuen Deutschrap-Releases rein. Falls wir irgendeinen Release verpasst haben sollten, schreibt die gerne in die Kommentare und wir checken den noch zusammen aus. Wir haben alle wichtigen Tracks quasi schon abgearbeitet und ich freue mich jetzt sehr, dass wir noch zwei von den, my opinion, wichtigsten noch überhaben. Und zwar einmal Gennaro und Ghana Beats haben Legenden zusammengeschmissen. Einfach so, nach Belieben. Hot Baklava Germany mit Ezel, Mero und Summer der Hammer, der Killer der. Summer der Hammer, der Millionär. Ich freue mich sehr drauf. Und wir checken auch noch Enno und Dardan heute ab. Erstmal fetteste Shoutouts an Gennaro und Ghana. Wie die Deutschrap geprägt haben, auch in den letzten Jahren, ist insane, finde ich. Also gerade mit Suena, Lucry und Mixo McLeod, die heftigsten, in my opinion. Und ist echt krass. Deswegen, ich freue mich sehr drauf. 2 Minuten 45. Link zum Original ganz oben in der Beschreibung. Und ja, Mann, let's go. Ich bin sehr gespannt. Scorpion Gang. Bro, ich finde dieses Scorpion Gang Tag hört sich so sexy an, Junge. Immer diese Klingen noch, dieses Scorpion Gang. Es hört sich so sexy an, finde ich. Scorpion Gang. Boah, geil. Boah, da haben wir die beiden doch. Okay, ey, ganz kurz. Wir haben hier wirklich, Bro, es wird wirklich mit Legenden rumgeschmissen. Luca Mille, Bro. Ey, wenn ihr irgendwann ein Video seht, was Kinoqualität habt, dann wisst ihr, es ist von ihm. Es ist von ihm. Es ist von Mille, Bro. Okay? Ich finde auch ganz kurz, sorry fürs Off-Pausieren, aber die Producer-Tags von Gennaro und Ghana Beats hören sich international an. Also checkt ihr, was ich meine? Die hören sich einfach international an. Ich bin echt der größte Fan von so Greenscreen irgendwie. Es sieht cool aus, aber man sieht zu sehr, dass das Greenscreen ist, gerade hier beim Arm von Summer irgendwie. Bin ich der allergrößte Fan von. Gerade weil es im Vergleich so sehr, sehr sexy und clean aussieht hier mit in der Baklava-Fabrik. Aber der Beat ist insane. Ich mach nochmal ein bisschen lauter. Ich mach mal für mich auch noch ein bisschen lauter. Weil der Beat ist geistkrank, finde ich. Dieses da, 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 da. Und Beat ist geil. Bro, der Einstieg von Summer war insane, fand ich. Wo hält dich an Ampeln, check die Finanzen, Frankfurter Banken. Fängst vom Richter an zu plaudern. Du bist ein gottverdammter V-Mann, Bruder, dein Konto stand ist grausam. Aus dann bitte nicht zum Hauptgang, hat Baklava, Niki Lauda. Das ist kein Grip mehr, das ist schon ein Staudamm. Hauseingang gefüllt mit Bankdownern, Laub. Oh, Bro, der Beat ist krass. Ich finde also wirklich, ich bin manchmal nicht der größte Fan von Mero, das wisst ihr. Ich bin manchmal nicht der größte Fan von Summer irgendwie. Aber ich finde gerade so bei Gennaro und Ghana, wenn diese Leute zusammenbringen oder auf deren Beats, mag ich die beiden sehr, sehr gerne. Also bei Summer sind es auch eher so diese Tracks, die Scorpion Gang Tracks zum Beispiel, die, wo ich Summer wirklich immer krass drauf finde. Das ist kein Grip mehr, das ist schon ein Staudamm. Hauseingang gefüllt mit Bankdownern, Laubern, Nase, bis so ein Aufgang. Ich hab kein Gucci-Shirt, ich kauf Bauland. Türkos Alman, ja da, Tüm Gün, Sarsol, Yanda, Maja, Sinja, Mata, Maja, Nama, En Sohuk, Ash, Bizze, Sama, Dem, Gag. Boah, Ezel kommt auch krass, Mann. Also ich hab dieses Album von Eno Mero nicht so krass gefühlt, muss ich sagen, aber hier kommt er gerade krass, finde ich. Sohuk, Ash, Bizze, Sama, Dem, Gag, Sweet, like Hot Baklava, Dem, Gag, Sweet, like Hot Baklava, Dem, Gag, Sweet, like Hot Baklava, like Atana, Hot, like Lava. Türkos Alman, ya da, Tüm Gün, Sarsol, Yanda, Maja, Single, Mata, Maja, Nama, En Sohuk, Ash, Bizze, Sama, Dem, Gag, Sweet, like Hot Baklava, Dem, Gag, Sweet, like Hot Baklava, Dem, Gag. Immer noch dieses Sample im Beat. Bro, dieses da, 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 da. Ich hab's eingesungen auch. Ich kann's sagen, die haben mich angerufen. Ich meinte, okay, ich mach's nochmal. Ich mach's nochmal für euch. Und dann hab ich's eben eingesungen. Easy. Ey, ich möchte jedem in diesem Video gerade einen dicken Kuss auf die Stirn geben und sagen, danke, 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 danke. So einfach möchte ich machen, eine Runde drehen. Ich möchte jedem einfach einen dicken Kuss geben, weil sie haben es verdient. Ich finde wirklich, also ist jetzt nicht der
krankester Track der Welt, aber ich finde es schön, dass wir irgendwie, keine Ahnung, so ein Ding von Meadow bekommen haben. Wobei Meadow in letzter Zeit irgendwie auch echt nur noch Features droppt, so nach der Mann. Aber keine Ahnung, ich bin happy. Ich bin sehr, sehr happy mit dem Vibe. Ich mag das ja gerne. Das ist für mich so die Scorpion Gang Essenz ist hier so ein bisschen drin und das finde ich geil. Geh nicht first class, dein Baby hört das, will in den PJ mit. Fick das Finanzamt, ich ruf meinen Anwalt, dass er eine E-Mail schickt. Bro, aber bei Meadow, ich fühle ihn, ich liebe den Mann in Musikvideos immer. Seine Moves. Ich schicke meinem Anwalt, schaut mein Anwalt, er soll eine E-Mail schicken. Bro, das liebe ich bei Meadow, das liebe ich bei ihm wirklich. Den PJ mit. Fick das Finanzamt, ich ruf meinen Anwalt, dass er eine E-Mail schickt. Bitches verlieben sich, gib Geld aus, als ob mein B-Day ist. Tom Ford, voll Black Amiri fit, mein Bett ist nicht nur für sie bestimmt. Relax, Baby sagt lieber auf das Switch Mac. Liegt nicht gut in meiner G-Class. Ich glaub, sie will noch ein Rematch. Ha, never. Ja, Türkos Almanya'da, tüm gün sağ sol yanına maca. Single madda maca nama, en soğuk kış bize sema. Dem gel sweet like hot bak. Boah, ich finde die Stimme von Ezel kommt aber gut rein. Die passt irgendwie gut, weil sie so ein bisschen softer ist so. Sweet like hot baklava, dem gal sweet like hot baklava, dem gal sweet like hot baklava, like Adana, hot like lava. Türkos Almanya'da, tüm gün sağ sol yanına maca. Ich liebe den Aspekt einfach, dass es halt so in so einer so einem Drogenlabor Baklava hergestellt wird so. Was auch dazu passt, dass so Gennaro und Ghana am Gucken sind für uns hier. Ganz kurz auch ein Track, der trilingual quasi ist hier. Wir hatten ein bisschen Englisch in der Hook, Türkisch obviously und wir hatten jetzt auch noch Deutsch logischerweise. Und ich mag das sehr, sehr gerne, wenn so mehrere Sprachen connected werden, bin ich sehr großer Fan von. Boah, der Beat knallt, Junge! Er knallt! Boah! Geil, Mann! Boah, la 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 la. Junge, dieses Sample ist geistkrank! Junge, es gibt sogar ein Bundle, Junge. Es gibt sogar ein Bundle. 4.8. Das ist rausgekommen gestern, das Bundle. ScorpionGang.com, holt euch das gerne, ja? Rein da. Logo sieht geil aus. Cleanes Shirt. Sieht sehr cool aus. Rein da. Ey, no cap, ich finde ein sehr, sehr geiler Track. Also gerade, weil ich bei Ezel zum Beispiel nicht so viel fühle. Ich mag seine Stimme gerne, aber es ist manchmal nicht so mein Vibe irgendwie gewesen. Mit ihm gerade auch, mit Meadow und ihm. Aber ich finde, hier war die Scorpion Gang, die Gennaro Ghana Essenz war irgendwie drin und es war irgendwie episch, hat sich episch angefühlt und ich finde, Summer kam sehr krass, nicht der krankeste Part von ihm, aber zumindest nicht so Autotune-Stuff und so, was ich nicht so sehr fühle bei ihm, deswegen irgendwie nichts von diesem Müll, sondern was Geiles und Meadow kam krass, gerade auf, wie gesagt, Gennaro Ghana Beats fühle ich ihn immer sehr. Und die Hook von der Seite hat sehr gut reingepasst. Also, ich bin sehr, sehr happy. Ich mochte das Musikvideo gerne. Und diese Drogenlabor-Szene fand ich cool. Deswegen, auf jeden Fall, für mich, was direkt in die Playlist kommt. Es landet direkt in der Playlist drin, Freunde, ja. Ich hoffe, ihr habt auch enjoyed. Ich würde sagen, wir sehen uns nachher noch bei Enno und Dadan zusammen. Und ja, bis dann, habt einen wunderbaren Tag, Freunde. Bleibt alle so fresh und gut aussehen, wie immer. Und ciao.